Guten Tag, meine lieben Leute, hier ist der Gusua und wir wollen eine Runde Clash Royale spielen. Ich habe gerade bei Gaming with Mold, heißt der glaube ich, vorbeigeguckt und dachte mir, oh komm, jetzt muss noch mal irgendein anderes Deck her. Scheiße, jetzt habe ich das zugemacht. Wartet mal. So, jetzt muss ich die nämlich noch ändern. Der hat noch einen Hoggy drin. Den Hoggy nehmen wir auch. Wir wählen ihn. Und, achso, ihr seht es gerade. Yeah, ich habe mir 500 Gems aufgeladen. Ich dachte mir, ey, komm, ja, jetzt muss es einfach auch mal sein. Also es muss, weil besonders wenn ich jetzt mehrere Truppen komplett ändere, die komplett neu reinnehme in mein Deck, dann muss ich die halt eben auch ein bisschen höher machen. Okay, ist jetzt echt der Zeitpunkt gekommen für die Barbaren, weil die Barbaren hat er auch drin. Ihr seht, ich hab hier 4. So, und der hat die da Valkyrie und dann, achso, dann hat er noch den Feuerball drin. Aber der andere Spieler, von dem er es hat, der hatte einmal den Blitz und einmal den Knall. Ich würde dann sagen, da würde ich das lieber so verwenden. Zack. Jetzt schaue ich mal gerade. Blitzknall, beide Goblins drin. Magier fehlt noch. Der Magier, den haue ich hier rein. Und den habe ich ja schon in Anführungsstrichen relativ hoch. Und bin damit eigentlich auch ganz gut hingekommen. Also der Magier war keine schlechte Truppe auf jeden Fall. So, Magier, Sperrgoblin. Dann sind wir jetzt soweit ready. Und jetzt machen wir natürlich das große Upgrade hier. 1000. Mal gucken, ich hoffe, das kostet nicht zu viel. Ja, okay, 19 Gems. Juhu. Ich meine, wenn man sie sich dann mal gekauft hat, dann sind 500 Gems ja in Anführungsstrichen okay. Man kann damit ja dann doch relativ, also truppentechnisch, wenn man das Gold jetzt zum Beispiel braucht, kann man ja damit einiges reißen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel wirklich Chest Opening macht, ist natürlich, man sieht es ja bei dieser Achse, geht ja einiges rein. Oh, ich will erstmal so das kleine Zeug hier. Dass der wenigstens ein bisschen aus dem Arsch kommt. Level 4. Ich kann immer noch verbessern. Nicht, dass ich dann sogar noch vom Level höher gehe hier. Also mit meinem Level. Aber ich sag mal, mit den Gems geht's echt noch. Ich gucke mal so, wie viele Gems habe ich noch? So, komm hier, 1000. Ja, das nimmt schon, 60 ist schon krass. Level 7, so, jetzt sind wir da angekommen. Jetzt hier nochmal 1000 Gold. Ja, ich denke mal, wir müssten gerade so hinkommen. Ja, genau, passt. Läuft. Man muss dann halt immer gucken, dass man dann nicht zu krass so, ah naja, komm, mach ich nochmal. Ah, weil ihr wisst ja, ich will ja nicht wirklich viel Geld reinstecken. So, ja, jetzt gucken wir uns das an. Jetzt will ich das Deck selber in Anführungsstrichen ausprobieren. Das heißt also, ich gucke nicht weiter auf sein Video sozusagen rauf. Sondern will da selber halt verkacken oder halt nicht. So. Ach komm. Let us take the goblins. Ich weiß gar nicht, wie der Knall... Oh ja, doch. Oh, der hat schon gut gescheppert, würde ich sagen. So, jetzt müsste ich natürlich noch mal ein bisschen defenden hier. Dass ich meine Minions hier noch an den Start bringe. Ja, die werden von der Hexe logischerweise, weil die ja Flächenschaden macht, werden die da gut geröstet. Aber er hat die Hexe auch erst auf 1 und er ist ja auch nur ein 6er Spieler. Das ist ja jetzt noch nicht so krass. Da sollte ich also ohne Probleme ihn angreifen können, beziehungsweise defenden können. Geht das hier auch mit dem Knall? Ja, geht. Aber hat gar nichts gebracht irgendwie. Aber okay, immerhin. Es kostet auch nur 2, muss man auch dazu sagen, es kostet nur 2. So, jetzt würde ich sagen, dann die Barbaren vor und dann den Magier hinter. Das sollte eigentlich ganz gut passen. Barbaren. Das ist schon mal, ja genau, und jetzt hier. Hossa, die Waldfee. Or as we say in English, Hossa the Wooden Fairy. Ja, genau.
My English is so good that makes me no one so quickly after. Hm? Hier, komm, auch ein Knall, komm, wir probieren. Ja, genau, hat geknallt, Junge. Also der Knall ist schon mal akzeptiert. Ne, den Hoggy mache ich noch nicht. Die Barbaren haue ich jetzt rein. Und jetzt hier ein Magier. Das ist natürlich gut für die Skelette. Beziehungsweise natürlich gegen die Skelette. Für die Skelette natürlich nicht so. Jetzt gucke ich mal, dass ich den Drago runterhole. Und dann sollte das ganz gut passen hier. So. Nebenbei noch den Schweinereiter rein. Aber wie gesagt, man muss natürlich wirklich sagen, er ist halt nur Level 6. Also ich meine, klar, da sollte man natürlich dann auch gut gegen ankämpfen können. Aber ihr kennt mich ja, also wie gesagt, alter Verwalter. Ich meine, die Skelette sind nicht so doll. Aber ihr seht, es ist total wieder, oh, 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 awesome, awesome, awesome. das ist natürlich schon ein ziemlich geiler Shit hier. Und wie gesagt, ihr habt es beim letzten Video garantiert gemerkt. Also wenn ihr das nicht gemerkt habt, dann weiß ich auch nicht. Da hat man es definitiv gesehen, dass halt, dass ich halt nicht, dass ich nicht aufs Video Bock hatte. Dann hätte ich dieses Video nicht gemacht. Aber dass ich halt wirklich so da stand und dachte, ich weiß jetzt nicht so, weil man ist halt wirklich draußen gewesen, weil ich halt wirklich dann nur COC gespielt habe. Und das ist halt dann so ein bisschen doof. Und habt ihr gemerkt, ganz klar, also da brauche ich nicht irgendwie, und das ist eben auch dieses Wichtige, dass ich eben euch sage, ey, passt auf, nee, ist jetzt nicht so gerade oder wie auch immer, und fertig. Ist halt ganz, ganz wichtig für mich, dass man halt weiß, ey, gut, okay, läuft halt nicht so gerade oder wie auch immer, beziehungsweise die, mit den Truppen hat er gerade nicht so wirklich Luck oder wie auch immer, dann weiß man das und fertig. Yes, yo. Kommen hier meine Goblins noch. Das ist natürlich echt geil. Die sind schön günstig und die geben natürlich auch richtig Hackengas. Da geht richtig was. Bringt der Knall jetzt hier was? Jo. Besser als nichts. Und ich hab nichts. Ich hab nichts. Ah, was nehme ich? Ah, ich glaube, ich nehme die Minions. Ah, ich glaube, ich nehme die Minions. Ja. Man fragt es. Oh, du Sack. Aber ich meine, es ist ja erlaubt. Es ist ja nicht verboten. Ich meine, ich habe ja auch ganz oft die Pfeile verwendet. Die sind schon ziemlich geil, besonders von der Range halt. Ah, eventuell werde ich da wieder die Pfeile reinbauen. Dass ich diesen Knall nicht nehme, sondern... Mal gucken, was er jetzt bringt hier. Ja, das sollte passen. Da sollte er meinen Barbaren jetzt nicht zu viel, beziehungsweise die sollten es schaffen. Und jetzt nochmal schnell hier ein Hoggy. Hoggy. Knallt. Ah ja. Naja, ein bisschen. Ich krieg wieder aufs Maul. Scheiße. Einer schrieb dann auch, oh, wie kannst du da so ruhig bleiben? Ey, das ist halt wirklich nur ein Spiel. Also ganz ehrlich, das ist halt wirklich nur ein Spiel. Klar kann man sich ärgern und sowas. Logisch. Aber es ist nur ein Spiel, alles cool. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier mal ein bisschen was an Tash kriegen hier. Junge! Don't hurt me! Ja genau, schön wieder mit seinem Magier. Der kleine Sackarsch. Ah nee, Hawk Rider nicht. Dann komm du mal lieber mit deinem Magier erstmal her. Dann komme ich mit meinem Magier. Bäm, Junge, bäm, mitten ins Gesicht. So, jetzt genug gequatscht hier. Hoggy. Knall. Oh, Alter, haben die mir echt meinen Hawk Rider komplett zerwichst? Was ist das hier? Das ist der Blitz. Ich würde mal sagen, ich habe verloren. Ja, ich gebe mir einfach noch ein bisschen Zeit, wirklich um das Deck halt irgendwo auch zu lernen. Aber ich würde wirklich, glaube ich, anstelle des Knalls würde ich gerne die Pfeile nehmen. Muss ich wirklich sagen. Also ich glaube, da komme ich mit den Pfeilen besser hin. Einfach wirklich von der Reichweite. Klar, nehmen ein bisschen mehr, aber ich glaube, damit bin ich besser aufgehoben. Und ja, wie gesagt, ihr seht das Deck jetzt nochmal kurz.
Hinter den Minions stehe ich voll und ganz. Die reißen richtig was. Schweinereiter, Magier ist nett. Wie gesagt, Barbaren muss ich wirklich ausprobieren. Ich habe die ja immer schön weggespendet. Goblins sind grundsätzlich nicht verkehrt. Und ein 4-0er-Deck ist, denke ich, auch in Ordnung. Das ist nicht zu hoch. Ich habe was. Gegen Luft. Luft, Luft. Also drei Truppen gegen Luft ist definitiv okay, denke ich. Und den dann sozusagen für das richtige Festival direkt am Turm des Gegners. Mal gucken. Guckt mal hier. Die sind noch komplett random. Die habe ich nie geändert. Yeah. Der Guser spricht aus Nichterfahrung, beziehungsweise aus seiner Vergangenheit. Ich habe die nie geändert. Ich habe da einfach nur das Deck drin gelassen und das war's. Das war's von mir. Ich hoffe, die Folge hat euch wieder mehr gefallen und wie gesagt, das erste Mal für Clash Royale zumindest Gems geholt und hat sich gelohnt. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass man halt einfach die Truppen ein bisschen höher hat, aber waren auch nur 5 Euro, also wirklich nur 500 Gems und dann passte das. Das war's von mir. Ich wünsche euch was. Ihr haut rein. Ciao, ciao.